Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Tutorial von mir. Ich weiß, dass ich seit längerer Zeit keine Tutorials mehr gemacht habe. Das tut mir auch sehr leid. Aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich zeigen könnte, weil wenn ich einfach nur so Funktionen zeige, ist ja irgendwie auch langweilig und das will keiner sehen. Also brauche ich immer ein Thema, woran ich arbeite und das zeige ich euch dann, also das Ergebnis. Und das ist nur das Problem, mir ist nichts eingefallen. Zum Glück gibt es Skype, da habe ich so ein bisschen rumgefragt und EasyLife hat mir vorgeschlagen, dass ich doch mal ein Tutorial machen soll, wie man denn mit diesen DxDraw-Funktionen arbeitet. Das kann ich euch ja mal kurz zeigen mit slash start re-editor. Und er meint die hier. Die vier. Und dann kam noch Nightscore dazu. Er hat gesagt, hey, warum machst du eigentlich mal nichts mit einem HUD? Also das HUD, kennt ihr ja, ist das hier und das hier. Also dieses ganze Head-Up-Display eben. Und da dachte ich mir, ja, eigentlich ist es gar keine blöde Idee. Und was rausgekommen ist, das möchte ich euch kurz mal zeigen. Deswegen bin ich auch im Vollbildmodus. Das. Es ist einfach bloß, dass hier oben verändert wurden. Und es ist vom Prinzip her, es ist dunkel gerade, es ist vom Prinzip her das gleiche wie das normale. Ich kann nochmal zurückschalten. Es ist aber viel, also meins ist ein bisschen in HD gehalten und viel farbintensiver. Es sieht nicht so grau aus und es hat nicht so übelst fette schwarze Ränder. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so schön. Aber es hat trotzdem normale schwarze Ränder. Ich kann mir hier verschiedene Sachen geben. Ich weiß es nicht, warum dort oben dieses Luftdingens offen ist. Da müsste ich dann vielleicht nochmal gucken. Aber schätze mal, wenn ich kurz ins Wasser gehe und wieder raus, ist es wieder weg. Weil vor uns im Test hat das gut funktioniert. Genau. So. Genau, also da habt ihr schon das erste gesehen. Diesen Luftbalken, der jetzt weg ist, das war der blaue. Jetzt habt ihr auch gleich noch den Lebensbalken gesehen. Den kann ich ja nochmal kurz zeigen. Hier auf 100, auf 50 geht's auch. Das ist halt eben bloß zur Hälfte gefüllt. Genauso wie mit der Weste, mit der Schutzweste. Die wird dann hier oben eingeblendet. Ich meine, ihr kennt ja das HUD eigentlich schon. Es ist ja das ganz normale. Ich kann mir Geld geben. Was weiß ich. Hier ein paar Zahlen. Pam, habe ich dann eben das Geld. Ich kann mir Waffen geben. Das funktioniert auch soweit. Boah, ist ziemlich laut. Was geht noch? Ich kann mir Sterne geben. Ups. Zum Beispiel hier drei Wanteds. Das sind jetzt nicht die Standard-Wanteds, sondern neue Sterne. Aber ich meine, es tut ja eigentlich nichts zur Sache. Setzen wir wieder auf 0. Und damit ihr seht, dass ich euch nicht bescheiß, weil es gibt ja auch manche Leute. Wanted 3. Custom hat. So, ihr seht, ich habe wirklich drei Wanteds. Und ich habe es eben bei mir anders gestaltet, wie ihr hier seht. Hier sind immer diese grauen Wanteds und die Wanteds gehen auch von hier nach da. Füllen die sich voll. Soll ich mir mal ein Bind machen? Bei mir gehen sie eben genau in die andere Richtung, aber es ist eigentlich vollkommen egal. Ihr seht schon, so ein Custom hat viele Vorteile. Also man kann ja komplett alles neu einrichten, wenn man das möchte. Und wenn ihr jetzt sagt, was weiß ich, ich will hier oben noch eine Leiste für Hunger haben, dann könnt ihr einfach das Geld wieder nach unten ziehen und eine Leiste für Hunger reinziehen oder sowas. Ist vollkommen egal, also es sind ja keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt auch ein komplett neues HUD machen, wie man es ja schon auf manchen anderen Servern sieht. Ihr könnt alles animieren und das habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Also, sprich, wenn ich mir jetzt hier Geld gebe, das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Ja, lassen wir es gleich auf 0. So, es ist eben dieses coole nach wie nennt man das? Ich kann ja mal kurz Custom HUD wieder mal gucken, ob wir es auch erwischen. Nee, aber ich kann mir noch mal Geld geben. Na, achtet mal hier auf meine Geldanzeige. Ups. So. Ja, das scrollt so nach oben. Das finde ich übelst nice. Aber das kann ich schlecht realisieren.
Wie soll ich sagen? Also, es geht alles, aber es ist schon sehr schwer. Und ich dachte, für den Anfang lassen wir es erstmal so, zumal ich auch selber jetzt den Niklai wüsste, wie das funktionieren sollte. Wobei, naja, ist auch erstmal egal. Das wollte ich bloß gesagt haben. Genauso wie mit den Wanteds. Die sind einfach nur da. Hier, slash Wanted 0. Die sind einfach nur da oder weg. Also, die blinken nicht so ein. Wenn man wenig Leben hat, blinkt der Lebensbalken auch nicht. Aber ich meine, es könnt ihr ja dann alles selber einstellen eigentlich. Was ich jetzt hier zum Beispiel auch noch sehe, dass diese 4 keine 0 davor hat, das kann ich mit euch dann noch später einstellen. Gut. Bevor ich es aber weitermache, gehen wir nochmal in den GUI-Editor. Der müsste eigentlich noch gestartet sein. Ja. Ihr seht ja schon, ihr habt hier nur solche Rectangle zur Auswahl. Und die sehen so hier aus. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie bekommt ihr sowas hin? Ja, müsst ein bisschen Mathe können, aber es ist so im Bereich 5. Klasse, würde ich sagen. Also das ist kein Problem eigentlich. Ihr könnt hier schon eine Outline einstellen. Ich weiß nicht, ob man das hier so genau sehen kann. Wenn ich das hier bitte move. Ja, man erkennt es schon hier oben, dass ja so ein Pixel großes schwarzes Feld rundherum ist, aber ich habe es dann selber gezogen. Ihr könnt es aktivieren, um es euch dann später einfacher zu machen. Ihr könnt ja die Farbe ändern. Ach ja, übrigens, hier ist es auch hinter dem GUIs, weil hier ist es ja irgendwie komisch. Weil das Rechteck vor dem GUI ist. Das könnt ihr hier einfach den Haken rausmachen. Und dann ist alles wieder okay. Wollte ich bloß sagen, weil ansonsten stört das dann vielleicht bei manchen Anwendungen. Ja, ihr könnt das schwarz machen. Da braucht ihr eigentlich auch keinen Schatten für. Und hier bei Dimensions könnt ihr einstellen, die Width, also die Weite X-Achse, hatte ich glaube 200 oder sowas. Und die Höhe hatte ich 20. So, und jetzt habt ihr schon dieses Basis. Ja, das passt so ungefähr. Diese Basisleiste. Nur, die ist noch gar nicht irgendwie animiert oder so, dass das alles anzeigt. Und es ist eigentlich nichts weiter als eine zweite und eine dritte Leiste, die hier drüber ist. Das seht ihr ja auch. Eine schwarze Leiste oder ein schwarzes Rechteck. Dunkelrot und hellrot, und nur das hellrote Rechteck verschiebt sich immer mit der Weite hier nach links und rechts. Und insofern ist eigentlich nichts weiter als einfache Berechnung. Also, das hat ja nichts irgendwie mit Magie zu tun oder sowas. Und ja, insofern würde ich euch dann wieder im Desktop sehen. Ihr wisst jetzt so ungefähr, wie das geht. Was ich euch noch zeigen möchte, hier könnt ihr Text generieren. Da könnt ihr ja Font einstellen, das ist ja Price Down. Ich glaube, das ist die Größe 3. Farbe ist ja egal. Und ihr könnt ja auch ein Outline einstellen. Und das sieht dann folgendermaßen aus: Text irgendwie. Hallo Welt. So. Das passt sogar ungefähr. Aber ihr seht ja schon, das ist wieder dieses ein Pixel große. Und das sieht man nicht wirklich. Aber im Unterschied dazu, so ist es ein bisschen matt. Und so ist schon kontrastreicher. Deswegen mag ich diese Outline-Funktion so. Lasst es einfach drin, ihr braucht es dann noch. Das sage ich euch so, wie es ist. Das können wir wieder rausmachen, aber es ist eigentlich auch egal, weil ich es löschen will. Ansonsten könnt ihr ja eigentlich alles so einstellen, wie ihr es wollt. Gut, aber dann sehe ich euch wirklich gleich wieder im Desktop. Bis später. So, und da bin ich wieder. Ihr seht schon, dass alles noch beim Alten geblieben ist, außer dass das MTA wieder minimiert ist, deswegen musste ich ja kurz die Aufnahme stoppen. Ihr seht auch, dass dieses HUD immer diesen Luftbalken hat, weil ich es irgendwie nicht gebacken bekomme. Auf jeden Fall, es passt sich der Screen-Auflösung an. Das ist wichtig bei einem HUD. Das sage ich schon mal zuvor, weil ansonsten ist das HUD dann irgendwie so groß und ja, es behindert beim Spielen. Ihr seht, es hat immer noch seine volle Funktionalität, falls ihr da irgendwie Probleme mit habt, das zu erstellen. Deswegen zeige ich euch ja jetzt, was vielleicht auch mal wichtig ist. Show Frame Graph ist das, glaube ich. Ja, genau, da haben wir unseren kleinen Frame Meter.
Da seht ihr immer, wie viel FPS ihr habt, beziehungsweise ob ihr Lags habt oder nicht. Die untersten beiden Linien sollten niemals über die lila Linie kommen, so habe ich das verstanden. Wenn ich es wieder Custom HUD mache, haben wir das normale. Und jetzt Custom HUD. Seht genau unten auf diese Linie hier. So. Es verändert sich rein gar nichts. Das ist vielleicht wichtig, falls ihr jetzt irgendwie DxDraw müsst ihr immer gucken. Wie soll ich euch das erklären? Es wird nur für einen Frame gerendert. Sprich, FPS, kennt ihr ja, was es ist. Und für ein Frame, also eine Millisekunde, wird das gerendert, das Ganze hier. Und das ist wichtig, weil erstens können wir damit super updaten, weil es einfach jede Millisekunde neu gezeichnet wird. Aber andererseits müsst ihr bedenken, wenn jede Millisekunde ein riesengroßes DX-Bild gezeichnet wird, zieht es natürlich enorm an Rechenleistung. Da müsst ihr immer gucken, dass ihr nicht zu viel macht. Und ansonsten bei DxDraw müsst ihr eigentlich auf nichts weiter aufpassen, außer dass ihr immer die Bildschirmgrößen einhaltet und sowas. Ah, das möchte ich euch jetzt zeigen. So. Ach ja, was ich auch noch habe. Moment. Machen wir das mal wieder aus. Falls jetzt Leute unter euch sind, die unter epileptischen Anfällen leiden, guckt jetzt mal bitte weg, weil es ist wirklich ziemlich krass. Ich habe ja nämlich mal so Drogeneffekte erstellt, die einfach darauf basieren, dass ja jeden Frame, wenn das neu gerendert wird, wird einfach random irgendwo hier auf dem Bildschirm ein buntes Viereck erstellt, beziehungsweise mehrere bunte Vierecke. Und das kann ich mit /Math aktivieren und es sieht dann so aus. Vorsicht. Ja. Na gut, es durfte vielleicht nicht so schlimm sein, weil es nicht Vollbild ist. Und dazu habe ich auch noch /Weed. Und das ist dann nur noch so leicht. Also ihr seht schon, mit DxDraw kann man sehr viel Spaß haben. Hier oben zeige ich euch gleich mal dieses DrawMath. Einfach DxDraw Rectangle. Das haben wir ja schon gehabt. Und SX. Moment, SX und SY. Das kennt ihr ja bestimmt noch. Von hier oben. In dem anderen GUI-Tutorial. Damit findet ihr einfach raus, wie eure Bildschirmauflösung ist. Bei mir wäre es jetzt, glaube ich, 1020 irgendwas. Mal gucken. 1280 mal 720. Das ist wichtig, weil ihr müsst ja wissen, in welcher Größe ihr das darstellen wollt. Ich habe das hier erstellt in der Auflösung 1920 mal 1080. Also Full HD. Und das ist aber hier, das tut noch nichts zur Sache. Es wird einfach von 0 bis zum Ende der Größe, also der Bildschirmgröße, eine random Zahl generiert, wo es das Rechteck erstellen soll. Deswegen, also ich soll das vielleicht anders zeigen. So, da ist dann X, Y und dann W und H. Also so im Überblick die X-Koordinate, die Y-Koordinate, also die auf dem Bildschirm. W ist Width oder Weite hier, das ist die X-Koordinate jetzt sozusagen hier rüber zu. Und H ist Height oder Höhe. Das ist runter zu, beziehungsweise hoch zu. Aber bei DX wird es immer runter zu gemessen. Danach kommt toColor. Das ist einfach dieser Befehl, weil diese DX-Funktion nehmen bloß diese HTML-Color-Codes an. Und da haben sich die NTA-Entwickler gedacht, so ein Mist, machen wir einfach hier True Color. Also es wandelt einfach diese RGB-Werte, also zum Beispiel 000, um in diese HTML-Werte. Und da habe ich ja einfach dreimal Math Random, sogar viermal wegen Alpha noch, genommen 0 bis 255, also es sind ja diese RGB-Werte. Und damit erstelle ich eben dieses lustige Flimmer, diesen lustigen Flimmer-Effekt. Ja. Das fünfmal ausgeführt und das ergibt dann diesen lustigen Effekt. Das hier unten ist dann noch das, wo es eigentlich gerendert wird. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit unserem hier.
Das habe ich mal aus dem MTA-Forum bekommen, beziehungsweise hat jemand anderes gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube, Dreisatz oder sowas. Also, es kommt auch irgendwann mal in Mathe dran. Das kennen ja schon von oben. PX, PY ist meine Bildschirmauflösung, die ich erstellt habe, wo ich das GUI oder hier in dem Fall das hier erstellt habe. Falls ihr es auf einer anderen Auflösung spielt, das könnt ihr ja ganz einfach unter Settings Video rausfinden. Müsst ihr natürlich eine andere eintragen. Und hier wird einfach die Differenz ausgerechnet zwischen deiner Bildschirmgröße und der Bildschirmgröße des Spielers. Und das ist meistens eine Kommazahl. Und wie wir alle wissen, was passiert, wenn man mit Kommazahlen mal nimmt, die Zahl wird kleiner. Das hier oben können wir erstmal alles weglassen. Jetzt geht es erstmal ums Zeichnen. Hier ist dieses Dollarzeichen, das ist das hier. Dann Geld und dann x mal. Und das sind eben die vier Koordinaten vom GUI-Editor zu Color. Das habe ich also alles schön im GUI-Editor gezeichnet. Genau, und Post-GUI, das ist das dritte Force. Das habe ich mir noch hingeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Und das eigentliche schwarze Fenster. Ach Quatsch, das ist ja hier Geld. Sorry. Das eigentliche grüne Geld, also die grüne Farbe hier, kommt von dem her. Das ist auch ordentlich eingezeichnet, weil ich das alles mit ganzen Werten, sage ich mal, gemacht habe, damit das die Symmetrie dann auch am Ende stimmt. Und dann habe ich immer drei hin und her geschoben, drei Pixel. Das könnt ihr vom GUI-Editor auslesen. Also hier steht dann 49 und hier steht 51 so ungefähr. Also immer eins höher und niedriger. Und je niedriger bzw. höher das wird, desto dicker wird der Rand. Also ihr könnt euch vorstellen, dass dann nach vielleicht 50 Pixel und sowas hier, hier, hier und hier um den Dollarzeichen rundherum nochmal ein Text erstellt wird. Sprich, es sind einfach fünf Texte hintereinander. Vier für jede Ecke und den fünften in der Mitte für die Farbe. Deswegen auch immer den Farbtext ans Ende zeichnen. Oder hier eben ans Ende von den Schatten, sage ich mal. Denn dadurch, dass bloß für einen Frame gerendert wird, was ich euch ja vorhin schon erklärt habe, das, was später erstellt wird, ist über dem anderen. So von der reinen Logik her. Genauso von mit Stunde und Minute, mit dem Magazin und der Ammo, das kann ich euch noch mal kurz zeigen. Ach, ich bin nicht im Pipenne. ABC, das ist mein episches Passwort. Ups. Hier seht ihr zum Beispiel, dass hier es nicht mit diesem wie nennt man das? Relativ gemacht. Das ist einfach absolut in einer absoluten Pixelgröße gezeichnet, deswegen ist ja auch so groß. Und also im Vergleich zu dem MTA-Fenster, aber gleich groß, egal in welcher Auflösung ich ja spiele, im Vergleich zu meinem Bildschirm. Ist vielleicht schwer zu verstehen, aber ja. Lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. Also, ich habe euch das ja schon im GUI-Editor Tutorial erzählt. Absolut wird ja immer in Pixeln gemessen und relativ immer, ja, eben relativ zur Bildschirmgröße. Und das ist eben in richtigen Pixeln. Das wollte ich euch damit sagen. Weil ich euch eigentlich noch sagen, also zeigen wollte, hier, das ist einfach hier unten diese Clip-Anzeige. Sprich 30 von 90. 30 bedeutet, wie viel gerade im Magazin noch drin sind und 90, wie viel Munition man überhaupt noch hat. Und das wird dann auch ordentlich abgezählt. Ups, jetzt habe ich die Hilfe geöffnet. Ah! So. Ja, das wird mit dem hier erreicht. Das sind wieder diese zwei Punkte zum Verbinden. Wieder zu Color. Das wird sogar in Weiß gezeichnet. Das könnte ich eigentlich mal so grau wie die Uhr machen. Das war nämlich das hier oben, hoffe ich. Nein, das war das Geld. Das hier war die Uhr. So, die Alpha-Werte zu verstellen bringt im Übrigen nichts, weil ihr ja unten drunter noch diese schwarzen Texte habt. Vier an der Zahl. Und insofern wird es eh immer auf den höchsten Alpha-Wert sein, außer ihr nehmt jetzt extrem niedrige Alpha-Werte. Aber dann könnte es sein, dass ihr die kleinen anderen Texte,
unter dem großen Grün hier zum Beispiel hervorschimmern seht. Und das will man ja bei Möglichkeit vermeiden. Dann kommen die Schutzwesten. Einmal das schwarze, dann das dunkelgraue, der dunkelgraue Hintergrund, beziehungsweise hier hinten wäre es dann das dunkelrote Ende. Ich gebe mir nochmal ein bisschen Schaden, damit man es besser sehen kann. So, ja, das dunkelrote wäre jetzt hier das, beziehungsweise dann hier unten kommt das ja noch, ich meine es jetzt bloß so. Und das hellrote wäre dann das unten, wo direkt alles gemessen wird. Und hier ist nochmal so eine Art Dreisatz, würde ich das sagen. Es wird die Pixelgröße gemessen durch 100 mal Weste. Da müsst ihr wissen, Weste wird bei mir deklariert als Getpad Armor. Im Übrigen ist es ja alles, das erkläre ich euch dann später nochmal. Und Getpad Armor gibt einen Wert zwischen 0 und 100 zurück. Also 0 ist keine Weste und 100 ist voll aufgeladene Weste hier, also voll intakte Weste. Und weil das volle 100 ist, rechnen wir einfach den Sollwert durch den Maximalwert mal den Istwert. So kann man die Prozente rausrechnen. Sollwert ist ja die 194, die das hier lang ist. Es waren keine 200, sondern 194. Dann wieder to color und alles false, weil wir wollen sie hinter dem GUI haben. Jetzt kommen die Sterne. Es ist mir leider kein besserer Weg eingefallen, als abzufragen, wenn die Sterne ungleich 0 sind, zeichne die Sterne. Wenn die Sterne 1 oder über 1 sind, zeichne das Bild von einem Stern. 2, 3, 4, 5, 6. Dürfte klar sein. Und Waffe ist nochmal besonders. Die Xdraw Image. Die ganzen Koordinaten wieder. ToString. Und dann Hood slash Waffe PNG. Das kann ich euch so erklären. Waffe wird bei mir hier oben deklariert als Getpad Weapon. Und Getpad Weapon gibt eine ID zurück. In dem Fall die Waffen-ID. Und das kann ich euch ja kurz in dem Ordner zeigen. Da habe ich ja den Hood-Ordner. Da sind alle Waffen drin, alle Waffenbilder. Die braucht ihr auch. Die könnt ihr euch wirklich einfach aus dem Internet ziehen. Ist doch eigentlich egal. Den Stern habe ich von Iconfinder, also iconfinder.com. Ist eine ziemlich gute Seite. Da habe ich einfach nach Star gesucht und da kam der. Und ja, die müsst ihr dann auch in der Meta angeben. Das kann ich euch kurz zeigen. Das war's nicht. Moment. Hier, das kann ich eigentlich mal schließen. So. Da gibt ihr einfach ein File, Source ist gleich. Und dann den Ordner, falls ihr es in einem Ordner habt, slash 34 PNG. Es ist wichtig, dass ihr die Bilder so benennt, wie die Waffen-IDs sind. Die könnt ihr notfalls auch im Wiki nachgucken. Und ihr seht schon, zum Beispiel hier von 9 bis zur 14. Das hat einfach den Grund, die Waffen-IDs wurden ja schon am Anfang von GTA den Waffen gegeben. Aber die wussten ja damals noch nicht, welche Waffen von der Beta oder vielleicht schon früher überhaupt ins Endspiel reinkommen. Und deswegen kann es ja manchmal sein, dass hier ein paar IDs fehlen. Also nicht wundern, bitte. Gut. Dann haben wir erstmal das ganze Zeichenzeug. Und hier wird einfach Hood. Und dann ist ja hier die ID. Punkt PNG. Ja, wir können hier zum Beispiel Hood 0 PNG. Oh. So hinschreiben. Und da wird es einfach immer diese leere Waffe anzeigen hier. Das hier. Aber wir wollen ja immer diese zurzeitige Waffe haben. Und dann machen wir es einfach, indem wir diese ID in diesen String mit eintragen. Gut. Jetzt zur Berechnung. Das mit dem mit den Leisten habt ihr es bestimmt schon verstanden. Hier. Stunde, Minute habe ich so gemacht. Get time. Da bekommt ihr einfach die zwei Werte zurück. Und das könnte ich eigentlich auch nochmal für die Stunde. Na komm. Für die Stunde machen. So. Das kann ich euch kurz erklären. Wenn der Wert der Minute unter 10 ist, dann gibt der Minute, der Variable, ein neuen Wert, nämlich toString 0. Punkt, Punkt, Minute.
Sprich, wir ziehen die Anzahl der Minuten einer 0 vor. Das sieht dann so hier aus. 9, dann ist sie 10. Es hat einfach den Effekt, dass es nicht so dämlich aussieht, wie jetzt zum Beispiel hier, da steht es, wenn ich das jetzt neu starte, steht dann statt 808 da. Das können wir ja kurz mal machen. Hoffentlich habe ich jetzt keine Errors drin. Ach, das kann ich wieder nicht hier. Ah doch, ich bin jetzt eingeloggt. Sorry. Restart. Tut. Custom hat. Ja, genau. Jetzt seht ihr das, was ich meine hier. 0840. Das erreicht ihr mit diesem. P-Geld ist gleich Geld Player Money, dürfte klar sein. Get Pet Armor ist die Weste. Get Element hilft das Leben. Wanted Level. Dürfte klar sein. Get Pet Oxygen Level, das ist diese Luftanzeige. Weapon dürfte klar sein. Get Pet Total Ammo, also wie viel Schuss der Spieler insgesamt in seiner zurzeitigen Waffe hat. Und Get Pet Ammo im Clip gibt einfach das zurück, was gerade im Magazin drin ist. Dann ist hier das Geld Zeugs, das habe ich tatsächlich so genannt, weil, wie ihr hier sehen könnt, ist alles ein String. Und wenn ich mir jetzt Geld gebe, Set Money, so, da ist es tatsächlich auch 5 und 5 und dann die restlichen Nullen. Die Nullen sind also nur Füller. Und das ist wichtig, weil wir müssen es ja irgendwie berechnen. Also, Local Geldlänge ist gleich String.len, Klammern P Geld. Hier wird diese Variable P Geld, die gibt ja das Geld zurück. Zum Beispiel 555 wäre jetzt die Länge 3, weil es sind ja drei Zahlen hintereinander. Also gibt das 3 zurück und dann 8, die totale Anzahl von den Nullen hier, minus die Geldlänge, was in dem Fall 3 wäre. Wäre 5. Nullen ist erstmal nichts, weil wir wissen ja nicht, ob vielleicht 8 Fünfen dastehen. Und dann eine Vorschleife vor i ist gleich 1. Die Targetlänge, die haben wir hier oben ausgerechnet. 1. Sprich, für die ausgerechnete Menge an Nullen füge zu der Variable Nullen eine 0 hinzu. Das kennen wir von hier oben. 0, 0. Und das Geld ist dann toString, also ein String erstellen. Zwischen 0 und dem vorhandenen Geld. Und dann hier unten wird dann noch das Dollarzeichen hinzugefügt. Genauso wie Stunde, Minute, Magazin slash Ammo. Und das war's eigentlich schon. Jetzt kommen wir hier unten dazu. IsHood enabled ist einfach bloß eine Variable, die ich erstellt habe. Normalerweise ist ja das Hood nicht da, deswegen false. Der Command Handler für die Funktion abfragen, wenn es nicht erstellt ist, dann Variable auf True setzen. Das ist nur Add Event Handler on Client Render. Das triggert also die Funktion immer wieder, wenn der Client einen Frame erstellt hat hier. Eine Millisekunde, wie das war. Root ist einfach dieses Get Root Element, was wir ja schon kennen. Create Custom Hood, so heißt meine Funktion hier oben. Und anderes und dann werden noch die ganzen HUD-Komponenten ausgeblendet, die ja normalerweise sind. Die könnt ihr auch nachlesen im Wiki. Andererseits Variable auf False setzen, Remove Event Handler, dann müsst ihr wieder eure Funktion angeben und alles wieder auf True setzen. Custom hat. Ach Quatsch. Nur Custom hat. So, jetzt haben wir wieder das Normale. Gut, schalte ich das nochmal um, damit ihr es noch ein bisschen sehen könnt. Ich finde eigentlich meins schöner, aber ich glaube, das ist normal, wenn man sich was Eigenes erstellt. Ja, hier nochmal die Wanted, damit ihr das nochmal seht. Also, wie gesagt, es ist noch nichts weiter animiert, nur dieses eine hier mit den Leisten, das immer anders ist. Aber das war nur wirklich kein großer Deal. Und was ich euch noch zeigen kann, hier ist Element in Water, das dürfte klar sein, ob der Spieler im Wasser ist.
Oder der Atem unter 1000 ist, sprich der Atem noch nicht voll gefüllt ist. Das kann ich euch noch mal kurz zeigen. Ich gehe hier runter, lasse meinen Atem bitte runtergehen und gehe dann wieder raus. Und er bleibt jetzt so lange da, bis er sich füllt. Pupp, jetzt ist er weg. So, dafür ist die Abfrage da. Dann Draw Rectangle, Rectangle. Und hier habe ich es einfach noch mal abgefragt. Wie habe ich denn das gemacht? Wenn der Atem unter 1000 ist, dann soll er das so anzeigen hier, wie hier oben. Nur eben, dass durch 1000 gerechnet wird, weil der Maximalwert 1000 ist. Andererseits zeichnet einfach so hin, ohne irgendeine Berechnung. Das hat den Grund, ich habe festgestellt, wenn eine Welle oder sowas in das Gesicht von dem Spieler schwappt, wird es ein kleines bisschen geändert und das erzeugt ein kontinuierliches Flackern auf der Leiste hier. Und es nervt einfach nur tierisch, deswegen habe ich das erstellt. Ihr müsst es natürlich nicht machen, aber naja, was soll man denn machen? Gut, ich sehe schon, ich habe es bestimmt schon 30 Minuten aufgenommen oder sowas. Es ist schon wieder viel zu viel. Seid froh, dass ihr nicht mit dabei sein musstet, wo ich das Hot erstellt habe. Das hat durchaus über 3 Stunden gedauert, auf jeden Fall. Also erstmal die ganzen Berechnungen, dann die Designs, das ganze Zeug schreiben, alles testen, nochmal alles neu schreiben, weil es nicht funktioniert hat. Ach, das war ein Spaß. Ja, ich hoffe, dass ich euch damit jetzt irgendwie geholfen habe. Sprich, dass ihr damit jetzt weitergekommen seid, falls ihr ein eigenes Hot erstellen wollt. Dass ihr jetzt auch einen groben Überblick habt, wie ihr eigentlich die X-Draw-Funktion sinnvoll nutzen könnt. Wobei, so richtig einen Einblick habe ich euch noch gar nicht gegeben. Man kann ja auch noch viel damit animieren und sowas. Aber den Großteil könnt ihr jetzt Texte, Bilder und diese ein Rechtecke. Und die Linien sind eigentlich wie Rechtecke. Also es ist vollkommen egal. Könnt ihr einfach mit dem GUI-Editor ziehen. So habe ich das auch gemacht. Ja, um es nicht noch größer hinauszuziehen, würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Morgen, Nacht, whatever. Ja, bis zum nächsten Tutorial. Euer Marcel.